faszinierendes Beispiel. Kermit ist an sich ganz okay, nur das Problem ist, sobald da eine Spiegelung reinkommt, fängt das Ding an zu flackern wie Sau. Keine Ahnung warum, aber okay. So, mit mir, wie immer dabei, mein lieber Streaming-Kollege Impi. Sag hallo, Impi. Einen wunderschönen guten Abend. Genau, wir sind auch schon direkt im Spiel. Das heißt, dann nochmal ganz kurz. Interessant, ich habe gerade gesehen, dass ich ein paar Pakete verloren habe. Und deine Cam flackert. Ja, sobald ich rumschaue, flackert meine Cam. Ja, ich entschuldige mich dafür, aber ich leider nicht so viel in der Hand dazu. Genau, dann würden wir einfach mal unser kooperatives Spiel weiterspielen. Jedes Mal wieder aufs Neue. Kampagne fortsetzen. Genau. So. Ich schaue mir in der Zwischenzeit meine Bewaffnung nochmal an. Ihr seht, wir haben hier schon ein paar Bonis mit drinnen, die ich freigeschalten habe. Zum Beispiel Schaden oder Zoom-Funktionalitäten. Kannst du mir einen Invite geben? Ja. Freunde einladen. Anzeige ist raus. Jo. So. Heute auch mal wieder ein bisschen heller. Das letzte Mal habe ich das ja ein bisschen verdödelt, hier das richtige, die richtige Beleuchtung mit anzumachen. Genau. Würde jetzt am liebsten sagen, diesmal ist das Wetter besser. Leider hat es genau in dem Moment angefangen zu regnen und zu gewittern bei uns. Deswegen schauen wir mal, ob es wieder so wird wie das letzte Mal. Und ob einer von uns rausfliegt oder ob wir dieses Mal gemeinsam die Mission auch zu Ende bringen können. Wäre schön, wenn wir das hinkriegen würden. Aber das Wetter haben wir halt nicht in der Hand. Das lag nicht an mir. Du bist geflogen. Aber wir hoffen jetzt einfach mal das Beste. Genau, wir werden heute zwischen ein und zwei Missionen wahrscheinlich spielen. Schauen wir mal, wie gut wir vorankommen. Jetzt gehen wir erstmal in die Runde und dann schauen wir, was passiert. Go, go. Power Rangers. Just a little girl, playing at being an adult. What could you possibly do to hurt me? I was an elf. Did you know that? Before all these started. Which means, I know exactly how to hurt you. Do you understand me, little man? Meine Liebe, you cannot kill me. He's right, Sophia. Give me the knife. Do you know how he builds his precious rockets? How many slave laborers died to make those missiles fly? We need him, just like we need Dinelli. This man is a Nazi scum! Dinelli is a mass murdering criminal! We need him, both of them. You might. Not us. We're better than that. You know what? I will tell you something, meine Liebe, about your precious father. My father? What do you know? Tell me what you know! The others must leave. Okay. But Giancarlo stays. Think they're safe together?
Why do you think I took the blade? Better find out what he told her. Sophia! So. Ich hab grad gesehen, dass wir da noch ein kleines Problem haben. Oder besser gesagt, ich mit meiner Szene. Das muss ich noch ganz schnell anpassen. Hat er gerade ihr Messer da, ihr Andenken an ihren Vater, sich gesnackt? So, jetzt. Tut mir leid, ich habe gesehen, dass in meiner Szene ein kleiner Fehler war. Dass da der Sound nicht richtig drin war, die falsche Soundspur. Jetzt sollte das auch wieder funktionieren. Gut, dass wir überall Untertitel haben. Zur Not haben wir noch die zweite Sicht. Genau. Ab jetzt sollte das auch weiterhin funktionieren. Da hat sich leider beim OBS die Soundeinstellung nicht richtig eingetan. So. Und damit zurück zu meiner Frage. Hat er gerade ihr Messer geklaut? Ja, natürlich. Das einzige Andenken an ihren Vater? Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her, um ein Filmzitat zu nehmen. Genau, dann können wir das gleich mal testen, ob das mit der Szene neu funktioniert, weil wir haben ja direkt im Gespräch. Schauen wir mal, was uns zu erzählen hat. That's quite a stench. Is that your interrogation technique? Ah, you don't have to be a genius to know who's going to win this war. You're quite sure yourself, aren't you? Why wouldn't I be? I'm unique. I'm of equal value to either side in this conflict. As such, I cannot be harmed. There's something you're not telling us. How perceptive of you, Lieutenant. I'm dying. My liver is kaput. I'll be lucky to see Christmas, let alone the end of the war. Expect me to feel sorry for you? I expect you to realize why it was so easy to kidnap me. Sophia's father died many months ago. You set us up. Dorfman set us up. Ah, all that effort, and I'm of no use to you or the fatherland. I am, what's the expression? A busted blush. Tja, ausgezeichnet. So viel Arbeit für einen sterbenden Menschen. Ob er sich Gedanken darüber gemacht hat, dass an seinem enormen Alkoholkonsum liegen könnte? Ja. Alkohol reinigt. Macht er mit Sicherheit zu der inneren Desinfektion. Ja, aber dann müsst ihr Hochprozentiges nehmen. Apropos sterbende Menschen, da hätten wir direkt den nächsten. Mal Patient schauen, was unser Röckler zu tun hat. Mr. Zombie Army. What's happened? She's taken the others. All of them. There's an interrogation block 10 miles from here. Because of what Kessler said to her. Her father, Carl. Kessler says her father is still alive. Where is this place? At Giovi Fiorini. To the northeast of here. Carl, the things they did to our people in that place. You cannot imagine. Why did she trust Kessler? The details. He knew too much about her father's kidnapping, Carl. Plus. What? Sophia doesn't trust you, or Weaver. She thinks you betrayed her, like the OSS betrayed her father. By not preventing the kidnapping, by... by not attempting a rescue? Exactly. Ja. Immer schön auf eigene Faust, hat natürlich wahnsinnige Vorteile. Ist ja nicht so, dass wir direkt hinter den feindlichen Linien sind. Hey! Ach. Wenn du willst, dass ein Job ordentlich gemacht wird, machst du es selbst. Ja, aber sie hat kein Messer mehr. Ja, das ist richtig. Kann man mal, was er zu erzählen hat. Vielleicht gibt er uns ja das Messer.
Carl, the Partisans have done us a huge favor. What do you mean? Well, Kessler, he told Sophia her father's still alive and being held at an interrogation block somewhere in Giovi Fiorini. Rothbauer. You got it. This is the distraction we needed. We know Rothbauer and Bohm met about a week ago. Rothbauer is, Bohm's confidant. In my opinion, high-up Nazis don't talk. They'd rather swallow cyanide. Rothbauer's just a pawn. See, what we need is evidence of Bohm's plan. Ja, manche nehmen Cyanid und eine Kugel im Kopf. Wie er das Messer auch einfach nicht anspricht. Das ist jetzt seins. Meins hat keiner gesehen. Wo kein Richter, da kein Kläger. Oh, schauen wir mal wieder, ob unsere Funkdisziplin noch funktioniert. Und dann hoffentlich können wir endlich starten in die Mission. Red Fox calling Mother Hen. Red Fox calling Mother Hen. Receiving you, Red Fox. Intercept and destroy truck carrying enemy propaganda. Out. Red Fox. Out. Wow. Da schickst du auch einen Sniper dafür los. Super geheime Mission. Wir setzen ein Elite-Kommando ab, um ein LKW mit Papier in die Luft zu jagen. Ja, okay. Dann schauen wir mal, was auf diesem netten Papierchen draufsteht. Sehe Soldaten. Erstmal wieder das Schöne, wir markieren alles Spielchen. WMP, hier ist ein Auto. Ja, ich habe es mit Absicht nicht markiert. Auto. Oh, da ist ein Boot. Das ist kein LKW, also musst du es nicht kaputt machen. Ach. Wenn du mit ankommst mit Jas, hat aber 4 Räder. Hauptsache es explodiert, wenn man in den Motor schießt. Mal schauen, haben wir hier noch irgendwas, das wir sehen? Versuchen wir dieses Mal auch noch ein bisschen ernster wieder zu spielen. Vielleicht klappt es dieses Mal auch wieder mit, dass wir hier nicht durchmarschieren wie ein komplettes Bataillon. Können wir gerne machen. Schauen, ob wir hier noch ein paar Sachen finden. Genau, unter dir ist noch jemand. Musst du ein bisschen aufpassen. Unter mir? Laut Map zumindest. Oh. Du meinst der, dem der gerade ins Gesicht geschaut hat? Ich dachte, kenne ich den? Kenne ich ihn nicht? Ach, wenn er meint, ich bin nicht da, ist er auch nicht da.
Junge, du kannst mich nicht gesehen haben. Ich denke, er hat mich gesehen. Genau durch den... durch dieses Gatter dadurch. Ich habe gehört, wenn man stehen bleibt, dann vergeht der Hunger. Ups! Okay. Ja, okay. Abgesehen davon, dass du mir durch den Kopf geschossen hast, was nicht das Problem war, habe ich wohl seine Granate getroffen. Ja, ich war schon sehr erstaunt, dass er den ersten Schuss überlebt hat. Und den zweiten? Also, aber den dritten hat er nicht überlebt. Ich frage mich zwar, wie zum Geier er an seinem Nacken einen Stahlhelm trägt, aber hey. Ja, Ledernacken. Ja, zäh wie lederhart, wie Kruppstahl, oder? Ah, ich wollte ihn nicht bringen, aber offensichtlich ist bei dem was dran gewesen. Absolut. Wer weiß, was sich hier die Entwickler gedacht haben. Ich finde es aber ganz erstaunlich. Ich meine, da geht gerade eben eine Granate hoch und offensichtlich interessiert sich kein Mensch dafür. Na, wir sind im Krieg. Also, das wird nicht die erste Granate sein, die die Leute gehört haben. Heißt Krieg, das Feuerwerk. Du wolltest Action, du kriegst Action. Ich weiß zwar nicht, warum die alle in die falsche Richtung schauen, aber... Da ist das Rennboot gerade hochgegangen. Ah. Also ja, die sind... halt deswegen haben sie jetzt ein bisschen Schiss, ich meine. Es ist halt auf eins ihrer eigenen Wasserminen aufgefahren. Erzähl das denen doch mal. Ich glaube, die glauben dir das nicht. Den hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Den wollte ich gerade markieren, ja. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Und wer ist denn schon so alarmiert? Hui, schon eine ganze Runde. Ach, die sind alle gleich wieder. Alle gleich clear. Die brauchen nur schnell ein paar Minütchen, bis sie rausfinden. Och, das Boot war ein Unfall. Tragischer Unfall, Mann, Mann, Mann. Menschliches Versagen. War technischer Fehler. Da hat einer am Tank hinten geraucht. Das man weiß, das sollte man nicht machen, aber... War ein Montagsmodell. Hat einer seine Pfeife am Torpedo vorne abgeklopft und ja, leider peng. Ja, passiert halt mal. Hey, Freund Ledernacken. Na, nee, komm. Can't find anything else. Sag mal! Wow! Super! Dreimal vorbeigeschossen. Deswegen werden wir auf solche Missionen geschickt, dass wir einen LKW zerstören müssen. Genau deswegen. Der LKW ist sicherer. Zumindest bei mir.
Nothing else. Es nervt mich doch schon wieder. Von oben auf ihn geschossen, also das hätte einfach sicher gehen müssen. Tja. Und was lernen wir daraus? Nur weil du den High Ground hast, heißt das nicht, dass du gewinnen wirst. Naja, ich hätte eher gesagt, gib mir den Gatling und ich werde ihn wahrscheinlich eher erschlagen als erschießen, aber... Auch das trifft bei manchen Leuten zu. Ich rede jetzt momentan nicht von der Standardwaffe unserer Bundeswehr. Wow! Okay! Der hat einen Salto gemacht. Hey, Mr. Oberst, Sie können hier nicht betrunken liegen. War auch mehr als ein Schuss, oder? Ja, der war aber super weit weg. Hat mich gewundert, dass es mit der Waffe überhaupt geht. Mal schauen, ob wir hier noch was nicht markiert haben. Okay. Wir haben schon einiges markiert. Ein LKW. Nein, nein, ich halte mich zurück diesmal. Was ist da ganz schön durch, mein Freund? Ja, gab gerade ein bisschen Zielgenauigkeit plus 3 oder so für den Longshot. Was zur Hölle hat denn der gesehen? Weiß ich nicht, aber der nebenan hat irgendwas auch mitgekriegt. Und die hier unten sind jetzt auch alle am Start. Ah, das war gerade ein tragischer Unfall. Wenn du zurückgehst, sind sie gleich wieder okay. Da ist ein Fass hochgegangen. Hat leider einen Infanteristen mit in den Tod gerissen. Ja, und wie erklärst du den oder die hier unten liegen? Ja, die sind von den Splittern des Fasses getroffen worden. Das war ein tragischer Unfall. War gerade so eine Saufzusammenkunft. Und ein paar sind echt weit weggeflogen durch die Explosion des Fasses. Mann, ey. Unfälle gibt's, ey. Man konnte es einfach nicht ändern. Das war wie so eine Splittergranate. Schau, da ist das Nächste. Die rauchen alle an ihren Benzinfässern. Kannst halt nicht... Kannst nichts machen. Den Leuten kannst du einfach nicht helfen. Ja. Die lernen es auch einfach nicht. Da oben ist noch einer. Ist gleich das Auge weggeflogen, so hat er gestarrt. Das ist aber auch frech. Schau, schon wieder diese Fässer. Man sollte hier mal zu jemandem von der Sicherheit gehen und denen einfach mitteilen, man darf diese explosiven Fässer einfach. Da darf man nicht nebendran stehen und rauchen. Ja. Aber gut. Kollege, das ist die falsche Richtung, in die du schaust. Der Feind ist hinter dir, nicht vor dir.
Naja. Kam noch nicht an, das Memo bei ihm. Du weißt, wenn du mit mir spielst, ist der Feind immer hinter dir. Der Feind ist überall. Ich verwundere es, dass ich nicht schon Eisernes Kreuz verliehen bekommen habe. Ja, aha. Das ist wie mit Grandpa Simpson damals. Hoffentlich drehen sich jetzt nicht alle um. Keine Sorge, das hört natürlich nicht. Und alles wieder normal. Hey, da hinten explodiert gerade ein komplettes Lager. Yeah, don't care. Don't fucking care. Ist in Ordnung. Schau nach vorne. Das muss so. Ja, absolut. So, was haben wir hier noch Feines? Noch was zu mitnehmen? Nope. Ich versuche die Crew hier mal so ein bisschen zu umlaufen. Ich kann zwar zwei, drei rausnehmen, aber dann werden sie mit Sicherheit alarmiert. Und du meinst, das wird schlimmer, wenn... Ja, ausgezeichnet funktioniert. Ich bin der Meinung, ich war voll drauf auf ihn. Ich glaube, er sieht das anders. Der hat aber auch vorher schon gebrochene Kiefer, oder? Ja, also... Hast du den schon mal angeschossen? Ab sofort ist sein Lieblingsgericht Suppe. Und die Verbliebenen hier fliehen, oder was? Denken sie wahrscheinlich, oh Scheiße, ich mag mein Fleisch. Nicht schon wieder Erbsensuppe. Oh, welche Überraschung, hier gibt es ein schönes Scharfschützengewehr. Ja, genau, danke. Okay, den habe ich nicht gesehen. Ich wollte ihn finden, aber ich habe ihn einfach ums Verrecken nicht gefunden. Wo ist er denn hin? Okay. Garçon? Hier liegt ein toter Soldat in meiner Suppe. In diesen Laden hier komme ich nicht nochmal. Du darfst nicht so anspruchsvoll sein. Oh. Wer kriecht denn da? Jemand, der mitgekriegt hat, dass du da bist. Brot, so viel Brot.
glaube, wir wissen jetzt, wo unser Propagandawagen unterwegs ist. Ja. Wer pfeift da? Warum pfeift man? Was hast du wieder angestellt? Ich weiß nicht, aber da war ein Typ. Und ich dachte mir, den räume ich doch mal weg. Eine Bank ist kein gutes Versteck. Alter, wo kommen die Pfeifen denn her? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich werden die rekrutiert. Oh, zack. Einmal weg mit dem Hoden. Du pfeifst nicht mehr. Und ja, ich spiele den Pathos, ich weiß. Neid in der Lunge. Stand jetzt wissen wir noch nicht, wo dieser LKW ist, oder? Also wir wissen nur, dass er an uns vorbeifahren wird, aber wo er wirklich ist, wissen wir noch nicht, oder? Nö, oh, da kommt was. Da kommt ein Konvoi. Oh shit. Da liegt eine Mine. Den ersten kannst du durchlassen. Den zweiten sollten wir anhalten. Auf der Mine liegt eine. Auf der Brücke liegt eine Mine. Und er fährt dran vorbei. Das ist ja typisch. Ja, ich habe zumindest dem LKW schön in den Motorblock gegeben. Aber natürlich fährt er an der Mine vorbei. Muss ja. Hast du die Mine gelegt? Ja. Gut, das war nicht gut. Ne, ich komme jetzt nicht damit hin. Ich warte lieber, dass du da hingehst. Jackpot. Nicht, dass er zum Schluss noch feuert. Okay, damit haben wir den Konvoi durch. Dann. Run, boy, run. Ach. Würde ich sagen, hier kümmern wir uns um den Scharfschützen, oder? Oder willst du dich um das Feldlager? Ah, nee, lass den Sniper machen. Das glaube ich jetzt näher dran. Ja, ja. So. Ach schade, ich hab's nicht gesehen, ob ich ihn durchs. Schade. Ich wollte wissen, ob ich es geschafft habe, durch sein Zielfernrohr ihn zu treffen. Das wäre natürlich. Aber da ist die Killcam leider davor abgebrochen. Schade. Es kam ja auch eine neue Sniper Elite VR-Teil raus. Der wäre mit Sicherheit auch mal interessant. Ja, Achtung. Bad Guys, links und rechts. Könnten aber auch in den Gebäuden sein. Wahrscheinlich eher in den Gebäuden. Links könnte draußen sein. Ich glaube, der ist da in diesem Gang genau vor uns. Also links ist draußen laut der Map, rechts müsste wahrscheinlich im Haus sein. Oder in so einem Eingangsbereich sein. Ping.
Ein Ping, Vasili. Ein Ping. Ach, das kennen doch die meisten schon gar nicht mehr, oder? Au. Offensichtlich werden hier Fallen gestellt. Oder wer von euch kennt einen Ping, was? Es ist zwar traurig, aber ich könnte vielen Leuten nicht mal Vorwurf machen. Ja gut, Vorwurf sowieso nicht, aber es wäre trotzdem spannend, wer den Film kennt. Muss ich schon mal. Was? Okay, warum? Warum werde ich jetzt verdächtigt? Nothing else to find. Man hat noch nicht mal verstanden, dass er gestorben ist. So krass habe ich den erwischt. Alles klar hier? Ich hoffe, dass der Ton und alles auch okay ist. Wenn nicht, bitte einfach melden. So. Eigentlich haben wir hier soweit alles durch. Ja. Einen können wir eigentlich übrig lassen, dass er seine Geschichte erzählt. Wenn du einen siehst, also ich sehe keinen. Ja, auf der Map gibt es niemanden mehr. Ja, doch, bei mir auf der Map, wenn ich mich Richtung Osten bewegen würde. Aber ah, okay. Da ja. Habe ich jetzt keine Lust hinzugehen. So, wie sieht es missionstechnisch aus? Ja, die Intel, würde ich sagen, liegt halt genau vor uns, oder? Die Infos hier sammeln. Ja. Meine private Mission muss erfüllt werden. Feuerwerk! Ich würde ja gerne sagen, es war die perfekte Ablenkung, aber dafür müssten wir erstmal einen Weg außen rum haben. Also irgendeiner sieht mich die ganze Zeit, aber ich sehe ihn leider. Ja, der ist hinter dem Feuer. Das ist halt das Problem, man sieht halt gar nichts durch dieses Feuer. Das ist das Feuer der Undurchdringlichkeit. Okay. Das habe ich auf Cam. Das hätte ich das aus dich geglaubt, wie es den weggeprügelt hat. Ach. Der ist also, ausgerutscht auf einer Bananenschale. Ja, beim Fußball wäre es eindeutig eine Schwalbe gewesen. Ist dann leider auf einer Patrone gelandet. Also, tragisches Unglück, kennt man ja. Solche Geschichten hört man häufig am Lagerfeuer. Ja, steht oft in der Bildzeitung. Genau links neben dir ist einer. Ja, das sind noch mehr. Da läuft auch noch ein zweiter irgendwo Patrouille. So,
So, nur noch der zweite Patrouillenmann ist es jetzt gerade. Wieder ist noch einer, verdammt. Den habe ich nicht gesehen hinterm Baum. Den in der... in dem Aussichtspunkt hast du rausgenommen. Ja. Schon Shoppy-Action machen, ne? Hier können wir auch die Valrod rausziehen. Aber ich habe noch 41 Kugeln, also pff, whatever. Vorsicht, links von uns ist Patrouille, dann kommt auf die Tür durch. Rechts, Entschuldigung, das andere links. Okay, der geht nicht mehr durch die Tür. Na komm, den nehmen wir mit rein. Nicht, dass hier noch irgendwas kommt als Mission. Na, der ist aber auch fies hier, der Typ. Was haben wir hier Schönes? Holz hier. Can't find anything else. Haben wir irgendwie Codes? Codes. Dass du immer Codes von mir möchtest. Ja. Sonst müssen wir aufspringen. Wir entwickeln einfach die Enigma, dann kriegst du genügend Codes. Ja, du machst das dann. Und ich kümmere mich in der Zeit hier um die Gegner. Ich hab gehört, es gibt Studiengänge, da muss man sowas als Übung machen. Ne, Enigma entwickeln. Ja, zumindest mal digital, ne? Ich meine, ganz ehrlich, die Maschine ist natürlich schon geil. Ich meine, dass du die heute so mehr oder weniger einfach mit Rechnern nachstellen kannst. Mhm. Zu der Zeit hier muss man halt echt sagen, Chapeau. Ja. Ja, ob uns hier unsere Verbündeten die Codes geben? Das sind Italiener. Weiß ich nicht, ob die uns Codes geben. Ich kündige uns mal kurz an. Ja, mach das. Du weißt, dass das unsere waren, oder? LKW ist LKW. So, das ist da drüben. Du meinst nicht, dass dieses... Du warst bei dem Stern, oder? Ja. Das war das, wo ich... wo man einen Code braucht. Oder es aufspringt. Ja gut, die Codes werden wir dann wahrscheinlich hier unten am Haus bekommen, vermute ich, oder? Für die Rotbauer. Ich weiß nicht, zur Not springen wir es halt einfach auf. Einfach nur, weil ich es kann.
Habt ihr die Codes hier in dieser Kiste versteckt, Leute? Mann, ihr seid nicht hilfreich, ey. Keine Codes in der Kiste. Wie konnte der mich sehen? Wo ist der? Ich meine, er sieht mich jetzt. Krieg's nicht mit. Nicht so dumm. Was? Alter! Der war nasty. Captain Tarnung, hey. Der stand halt im Rauch. Der hört halt zu viel Snoop Dogg. Nothing else. All day long. Vorsicht nicht, dass das als Schleichwerbung durchgeht. Alter, jetzt kommst du auf die Idee, ein Schusswechsel. Wir haben hier gerade eben einiges ausradiert. Und jetzt kommst du so, ach, ein Schusswechsel. Ich könnte den Partisanen helfen. Ja. Spar in der Zeit. Ping. Der Stahlhelme. Fire in the hole. Es braucht mir zu lang. Ja gut, dann würde ich mal behaupten, Feldlager zerstören und dann den guten Rotbauern Hallöchen sagen, oder? Ja, ist ja die Frage, ob wir halt jetzt tatsächlich nochmal die Codes irgendwo kriegen. Aber gut. Naja, nachdem es Rotbauer sein Safe ist, vermute ich, hat er die Codes bei sich. Na gut, dann können wir... Gehen wir da am einfachsten lang her. Hui. Könnten wir jetzt doch nur einfach einen Truck nehmen. Ach, warte, ja. Da war ja, was. Es gibt ja keine Trucks mehr. Doch, hier sind zwei. Von dem her. No more to find. Jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Ich wollte ja nur, dass du die Wahrheit sagst. Ja gut. Bin doch totally lost hier. Ja, ich suche auch gerade hier den Weg, aber hier, also rechts neben der Brücke gibt es einen Weg. Okay, wo wurde eine Leiche gefunden? Also ich kann dir sagen, wo gleich eine Leiche liegt. Okay, den interessiert's nicht mal. Ist fair. Oh. Ah, oh, ein fieser und gemeiner Nackenschuss. Komm näher, näher, ja, komm, komm. Nicht mehr weit. Das ist ein Pass. Ja, genau. Ah, schade. Natürlich ist es explodiert. Man konnte aber auch keiner rechnen.
dass sie sich nicht schon irgendwelche Geistergeschichten über automatisch explodierende Fässer oder so erzählen. Du meinst der fliegende Fass-Exploder? Was? Ja. Wer sieht mich da? Ey. Meister Fischgesicht. So, zeig mir das Helmchen. Ernsthaft? Hallo! Ich hab's genau gesehen. Kann sie ihn ja nicht einfach so leiden lassen, ey. Du Monster. Wolltest dein Leiden gerade beenden? Wolltest du gar nicht. Doch, wollte ich. Ich hab's auf Cam. Die Bodycam, die beweist es. Was? Alter, wer sieht mich hier denn? Durch die Mauer. What the fuck? Alter. Outfit, du sagst nichts mehr. Ein Röntgenauge, hey. Ja, das musste sein. Dass du hier wie Rambo vorrennst. Mit dem netten Short nimmt er in den Unterleib schießen, ja. Ja. Ziel ist hier drüben. I think I've grabbed all I can. Können wir von hier aus gar nicht sehen, oder? Ist nicht hier. Ist der da nur drauf? Oh, nice. Leutnant Colonel. So. Nicht irgendwie hoch. Schöner Sniperpunkt. Schade. Nitsch. The Eagle has landed. Was? Wer ist? Wer? Wer? Der Typ, der genau neben dem explodierenden LKW stand. Und sein General, der neben ihm stand. Ja, eventuell würdest du das Ganze auch so ein bisschen einfacher machen, wenn du nicht deine persönliche Vendetta gegen LKWs führen würdest. Papala Vendetta.
Ah, weißt du, insgeheim, ich bin von Henry Ford bestochen worden. Viel Geld dafür, dass ich die Konkurrenz ausschalte. Ah. Du weißt ja so, als hier... Kann ich mein Auto... Spezialeinheit geht halt nicht immer. Du brauchst halt einen Krieg dafür, du brauchst... Im Alter wird es irgendwann schwer. Ja. Kann ich mein Auto auch in allen Farben haben, oder... Nur solange es schwarz ist. Rostrot gibt es. Das Neueste auf dem amerikanischen Markt. Nein, ich bin bei deinem Erzfeind angekommen. Hier ist die Firma Autotransporti angesiedelt. Ich glaube, du sollst nicht hierher kommen. Du bist auf der falschen Seite der Brücke. Also ich empfinde das eigentlich als ganz richtige Seite. Hier gab es ein paar einfache Ziele, hier gibt es ein bisschen Money. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht hier. Nothing else. Ich habe mich immer um ein paar gekümmert. So. So, sagt der Stream. Nee, verloren habe ich nichts mehr. Gut. Verstehe ich auch noch nicht so ganz, warum ich immer zum Start des Streams ein paar Sachen hier für ein paar Frames droppe. Ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Okay, kann ich von hier hinten? Wahrscheinlich gibt es hier irgendeinen Weg rum. Can't find anything else. Gut. Auf dich. Hier sind einige. Ja, ich bin nicht so weit weg. Sehe ich. Aber ich bin zu fett, um hier zwischen diesen kleinen Baum und dieses Geländer zu passen. Siehst du, deswegen ist mein Vertrag mit den Fortwerken. Da fängt es nämlich schon an. Weil ich so fett bin und deswegen mehr LKWs gebaut werden müssen, oder? Ja. Um hier in die Richtung, da geht so langsam deine Aufgabe als Elitesoldat flöten. Okay, kommst du gleich hier noch um die Ecke. Halt. Wer sagt halt? Du stehst da ziemlich schlecht, muss ich sagen. Also wir sind überall Bad Guys.
Noch sehe ich hier niemanden. Da kommt einer. Ich weiß noch nicht, ob ich den hier rausnehmen will. Bei dir unten müsste einer sein. Alter! Hast alle informiert? Ja, natürlich, weil er das da hinten auch sieht, der Typ. Etwa Captain Fischblick gerade eben ins Gesicht gespuckt, oder? Nee, aber er sieht halt den Typen, der halt um die Ecke liegt. Also, gut, was soll er tun? Okay, jetzt ist eh vorbei. Ah, mach ich mal kurz weg. Ja, so. Zumindest noch im Nahkampf getötet. Oh, ich habe Tresorinformationen gefunden. Welche Überraschung. Dafür gesorgt, dass sie nicht mehr wegkommen. Lass mich raten, indem sie keinen fahrbaren Untersatz mehr haben. Natürlich. Warum habe ich auch was anderes erwartet? Spezi, wo willst du denn hin? Da steht keiner mehr. This will come in very useful. Es gibt hier wohl noch einen Eingang von unten, so wie es aussieht. Ja. Mein Freund, so kann das nicht bleiben, dass du da hinten stehen bleibst, ne? Das geht ja mal ja nicht. So. Ich glaube, dann sind wir recht safe mit der Mission. Ja, das ist aber ein schlechter Bösewicht. Wollen wir noch mal ein paar Pläne und dann, ja, sind wir durch. Ja. Kein Geheimnis im Weinkeller versteckt. Mann, Mann, Mann. Jetzt kommt erst mal wieder der Endgegner Orientierung.
Gut. Ja, aber so einen zittrigen Zeigefinger. So. Braucht er einfach dieses zusätzliche Gehalt. Hey, A, es ist Popcorn-Kino und B, wie gesagt. Also hat das angefangen mit Politikern, die in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzen. Liebe Aufsichtsräte, das ist von mir gerade eben eine Bewerbung an euch. Bitte meldet euch bei mir. So, hast du deinen Freund da hinten jetzt noch hergeholt? Nee, hast du nicht. Wie gesagt, den einen da, glaube ich, habe ich am Leben gelassen. Er kann seine Story erzählen, dass sie Angst vor uns kriegen. Keine Zeugen. Ja, einer sollte immer da sein, der die Geschichte erzählt. Keine Zeugen. Das ist psychologische Kriegsführung. Okay. Wir müssen nach Überlebenden suchen. Da, wo wir vorhin waren, wo alle hingerichtet worden sind. Ja, boah, weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir da so erfolgreich sein werden. Bin mir sicher, Ratten, Katzen, Mäuse, Läuse haben da überlebt. Es wurde ja nicht näher spezifiziert, was überleben sollte. Ach so. Also wenn du dich ranhältst, dann werden hier noch ein paar überleben. Fahrzeuge werden sicherlich nicht überleben. Ja. Okay, da sollte ich nicht lang. Kleiner Tipp, wenn ihr mal selber spielt, die Dinger explodieren immer mehrfach. Haben wir auch schon schmerzlich mitbekommen. Wie, jemand hat die Explosion gehört. Offensichtlich gibt es hier doch Überlebende. Hm. Habe ich dir angekündigt. Wenn er dich beeilst mit abgeben, dann bleiben hier noch welche über. Lass mal den Weg dahin finden. Das ist gar nicht so leicht. Müssen wir nicht beide da sein? Ich weiß nicht. All of them. Dead. So, damit haben wir die Mission hinter uns. Ja, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ein paar Pünktchen, ich bin vor dir. Überraschung. Minimale Verluste, 113 von 10. Ja, vielleicht, na. Weiß ja nicht, aber... Eine Pistole. Ich habe keine Pistole verwendet. Hast du eine verwendet? Es bestünde die Möglichkeit. Ach komm schon.
Ja, dann, in dem Sinne würde ich sagen, da geht noch eine Mission, oder? Jo. Giavi Fiorini. The town's name will be forever associated with the massacre of the Allegrand partisans. They fought bravely by all accounts, but stood no chance against the Nazi war machine. How could they? They'd walk directly into a trap. I couldn't find Sophia, the angel, amidst the carnage. But then many of the bodies were burnt beyond recognition. The partisans hadn't died in vain, though. Their sacrifice meant we'd been able to grab the intelligence we needed. Boehm knows about Operation Avalanche, the Allied plan to invade mainland Italy. If the fleet is attacked, the results will be catastrophic. The Nazis' grip on Europe will become ever tighter, squeezing the life from her. And there's something else, something vital. USS Ancon is the command ship for Operation Avalanche. Which means the primary target is the Allied Commander-in-Chief. Boehm is going to kill General Eisenhower. The strike will be launched from a Nazi base in the mountains of Alagra. With the partisans wiped out, Dinelli's mobsters are the only people capable of guaranteeing my safe passage through the mountains. Weaver is setting up a bombing run, but it's up to me to call it in. Maybe I can grab some intel on the Germans' plans for their new toys, as well as making sure nothing can be salvaged. In the end, it comes down to this. I have to stop those missiles. Strenge Kletterpartie. Fein. Ist aber auch echt kalt da, also muss man sich schon warm halten durch körperliche Betätigung. Dann geht's mal ab in die nächste Mission. Wir sehen schon. Es wird spaßiger. Also wir nähern uns, glaube ich, dem Ende. Ich glaube, das ist so langsam eine der letzteren Missionen, ne? Wenn nicht sogar die letzte, kann das sein? Das ist eine sehr gute Frage. Ich erinnere mich dran, hier schon mal gewesen zu sein, und das war nicht sehr spaßig, das weiß ich auch noch. Ja. Eventuell könnte das die letzte Mission sein. Ich erinnere mich da an ein MG-Nest. Das gerade eben eine Anspielung auf das Buch Das Herz der Finsternis war. Hier wären wir aber geografisch halt leider an der falschen Stelle. Soll ich nicht? Nein, komm, ich halte mich so. Da hättest du einfach draufdrücken können. Die hättest du eh nicht getroffen. Oh doch, die hätte ich getroffen. Fahrende Trucks? Ja. Als ob du fahrende Trucks triffst. Du hast zwar viel Erfahrung mit Trucks, aber die stehen immer alle still. Die Frage ist, ist das ein Rundkurs? Kommen die gleich wieder? Ja, die fahren hier nur ein Rennen. Das war gerade Runde 1 von 3 Millionen. Ach, Ruhe.
gar nicht so abwegig, ne? Oh mein Gott. Da fliegt das Hütle weg. Der Typ da drüben hat auch ein Fernglas. Das ist unfair. Sag ihm das mal. Ich will da hinten Funker und Co. jetzt noch nicht angehen. Das wäre, glaube ich, nicht gut. Oh, da ist ein Lastwagen hochgegangen. Wie ist das denn passiert? Ja. Ich setze mal in den Busch aus, ja. Wie, du gehst in den Busch? Na, wo ist unser Freund? Hobby. Upsi. Ah, zack. Junge, ich hab dir gerade schon mal einen zweiten Ausgang für deine Darmaktivität besorgt. Warum wolltest du auch noch einen dritten haben? Also, wohl echt eilig. Ernsthaft, es geht auf die Entfernung nicht. Ja, aber den, genau. Der frontal dasteht, den treffe ich nicht, aber hey. Ich sehe ein Stück von seinem Helm. Ja, Headshot. Ja, easy. Der war locker drin. Okay. Dem Funker ist das Funkgerät am Rücken explodiert. Gotcha. So. Aber sollten wir uns jetzt wirklich so langsam auf die letzten Missionen hier zu bewegen? Dann werden wir uns natürlich demnächst nochmal Gedanken machen dürfen. Was kommt als nächstes? Ja, ich meine, wir könnten ja zum Beispiel noch die Overwatch-Mission hier machen. Can't find anything else. Wo einer den Sniper und einer den Beobachter spielt. Und falls das gut ankommt, können wir das gerne auch mal noch für den dritten Teil andenken, ob wir das da machen möchten, ob das gut ankäme. Oder also, ob sagen wir es einfach komplett für euch neu suchen. Ist ihm gerade das rechte, das linke und ich ihm das rechte Auge ausgeschossen? Er ist vor meinem Schuss tot umgefallen, aber ich habe gesehen, dass dein Schuss vorbeiging. Hier, also. Also sagen wir so für unsere Zuschauer hier, wir wissen noch nicht genau, was wir als nächstes machen. Dann haben wir Freitag, Mittwoch immer unseren Factorio-Stream. Das heißt, wir werden mal schauen. Wir werden auf jeden Fall wieder was Koop-mäßiges machen. Ich denke, wir werden so langsam auch noch andere Spiele mal anfangen, wo wir dann Impi oder ich streamen. Ich werde da wahrscheinlich mehr in den Bereich von Adventures reingehen. Das werden wir uns dann noch ein bisschen anschauen. Wobei ich durchaus Lust hätte, mit euch das eine oder andere Adventure zusammen zu spielen. Und
Bin ich auch mal gespannt drauf, wie euer Feedback oder was ihr davon haltet. Da habe ich auch schon ein paar mir rausgesucht habe. Genau. Vielleicht kriegen wir auch, wenn wir soweit fertig sind, dann nochmal eine Among Us-Runde mit ein paar Kollegen hin. Wäre vielleicht auch mal interessant, so als Freitag, als Samstagstermin. Mann, wo rennt ihr denn überall hin, Leute? Hey. Ja, irgendwas war doch hier, oder? Ich sehe hier eine Pillbox genau neben mir. Ich weiß nicht mehr, da gab es doch nochmal so eine Pillbox-Situation. Irgendwo, wo wir über eine Brücke oder was drüber mussten. Ich bin schon gar nicht mehr dran entsinnen. Kann auch sein, dass das ein Dreier war. Fire in the hole. Oh, Sniper. Vorsicht, wenn ihr durchgeht. Innen drin ist irgendwo ein Sniper. Ja. Ganz am Ende, hinten rechts. Ah, ich sehe ihn. Hinter uns. Alter, was hat man dir denn in der Grundausbildung beigebracht? Man rutscht nicht vor seinen Gegner. Zu viel Call of Duty. Der hat sich ein Beispiel an unserem Spielstil genommen. Ja. Offensichtlich ganz smart. Ja, schon wieder ein Sniper. Ja, ja, schau mich ruhig an, Kollege. Noch einer. Ja. Habt ihr gleich die ganze Crew hergeschickt, oder wie? Die ganze Russell-Bande. Ja. Die nügen die Dry. Scheinbar haben wir noch keinen ausreichenden Ruf, dass sie es nicht machen. Meine Muni wird knapp. Was? Was? Ach, da ist er. Da. Also bei mir wäre auch ein Weg rein. Ja. Alle Wege führen nach Rom. Achtung, Sperrgebiet, nur für autorisierte Personen. Ja, ich glaube, da darf ich nicht rein. Wir hätten da hinten noch... Was? Was? Da hinten noch zwei stehen lassen, ja. So.
Frage ist, ob wir uns hier wirklich aufteilen sollten, ne? Aber ich glaube, wir kommen hier zusammen. Einer läuft die Treppe hoch. Ammo's almost down empty. Ich hab noch 5 Kugeln. Oh oh, sind die Fahrzeuge besetzt? Ich weiß nicht. Na oh fuck, ich bin hier. Ah, ich häng hier an der Lampe. Ich muss mich schnell zurückziehen und heilen. Ja. Ich schau mal, ob es einen Weg zu dir rüber gibt. I grabbed everything useful. Da ist mir doch schon wieder zu viel Action hier. Oh shit. That's all. Ja, Captain Pfeife. Bin mir sicher, du musstest pfeifen. Das hat keine andere gehört außer dir. Ja. Ich bin leicht unter dir. Bezweifle ich. Es wackelt zu sehr hier. Ja, es ist ein Erdbeben. Gehört, kommt häufig vor in diesem Breitengraden. Ja. Klassiker. Passiert ständig. Tektonische Platten und sowas. Guten Tag. Dafür hole ich nicht mal den Sniper-Modus raus. Wie viel Muni hast du? Hier ist eine Munikiste. 7 plus 3. Ja, dann nimm du. Ich habe 36. Ich mal mehr Munition als du hab. Unfassbar. Es geschehen nicht noch Zeichen. Und ja, waren noch nur 6 Kugeln drin. Ja, besser die 6 als keine, oder?
Ja, ich kann auch hier mit der Velrod ein bisschen spielen. Sprengen oder? Ja, gute Frage. Wahrscheinlich sprengen, oder? Ich meine, extra hier nochmal zurücklaufen. Wir haben extra die gute Shotgun dafür. Ja. Junge, da standest du gerade schon und hast eine Patrone abbekommen. Fahrzeug ist gelb. Aufpassen. Könnte scharf sein. Ist scharf. Kein Sichtschlitz, das lügt mich doch hier an. Du meinst dieses ein Pixel breite Ding? Ja. Ne, ich glaube nicht. Also ich bin gerade voll drauf. Ja, es gibt auch von der Seite die Möglichkeit. Ja, man könnte eventuell seitlich da reinballern, habe ich auch gesehen. Aber wird auch nicht rot. Also. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Nein! It's a trap. Feuerwerk! Kein Feuerwerk? Feuerwerk? Wir haben den Krieg schon verloren. Wir haben granatensichere Panzer. Naja. Ich hab's versucht. Mein Freund, du hast die Balls of Steel oder was? Was soll jetzt passen? Nein, das will ich nicht. No more to find here. Oh. Call me the truck. Vehikelschreck. The Truck Eliminator. Ich finde, Vehikelschreck trifft das ganz gut. Sag ich ja. Auf einmal brennt der. Warum wohl? Was? Wer sieht mich da?
Okay, wo ist hier ein Sniper? Mein Gott, ich glaube, ich habe gerade eine Klospülung betätigt. So hörte sich das hier an. Was? 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 Wo zur Hölle ist der? Ich sehe ihn halt nicht. Er ist genau neben dir laut Map. Alter! Sollte niemals in den Krieg gehen. Okay. Diesmal bist du nicht, oder? Zweimal den gleichen Schuss mit unterschiedlichen Enden. Oh, klingt fair. Klingt fair. Hat er gerade eben gesagt, er will die Bomber informieren, wo wir sind, indem er die Anlage in die Luft jagt? Bei mir hat er nichts gesagt, aber... Ja... Also das ist ein Leuchtfeuer für die Bomber, würde ich sagen. Ja. Verstehe momentan nur noch nicht so ganz, warum ich dann überhaupt noch hierher kommen muss. Weil wir die Pläne selbst haben wollen. Ich erinnere mich. Bin hier schon mal gestorben. Okay, das war eine spannende Cam. Okay. Handclap. Your time. Ich hab sie schon mal für dich warm gemacht. Du hattest eine faire Chance. Alter. Ein Schuss Soldier, hey. Dachte er sich auch. Mein Gott, da ist schon wieder eine Pfeife unterwegs. Der war fies. Mein Jägerkill. Ach, deswegen hat er den Schuss überlebt. Der Offizier hat die Kugel so abgeschwächt, dass der Jäger nicht mehr draufgegangen ist. Das ist frech. Ey, immerhin, der hat sich wirklich für seine Leute ins Zeug gelegt, also. Ja. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, die wissen, wo wir sind. Glaube ich nicht.
Das hat sich der Sniper nochmal durch den Kopf gehen lassen. Pfeife, hörst du damit auf? Ah, du kriegst das hin, oder? Ich habe mich um seine Boss aufs Team gekümmert. Butters. Hör auf mit dem Mist, Butters. Aua, 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 aua. Und nochmal in die Balls of Steels. So, zumindest kein Gepfeife mehr. Also wenn sie sich da immer noch an mich ranwagen, nachdem ich denen so viel in die... Ja... Wenn wir es beim Namen Eier geschossen haben. Oh, mein letzter Schuss. Wo steht's mit dem Kill? Ja, kommt vor. Dann erlösen wir ihn mit dem Messer. Oh, ich glaube, wir sollten uns noch Munition sparen. Okay. Die ist sabotiert. Sind da noch irgendwo Raketen, die man sabotieren muss? Ach, da hinten sind noch welche. Wichtigste, weißt du? Da steht nicht wirklich ein Truck, oder? Warum steht da ein Truck? Mann. So. Schon wieder ein Tausender mehr auf meinem Gehaltskonto. Eventuell sollten wir das noch nicht machen. Eventuell sollten wir erst die letzte Rakete suchen. Weggenommen? Nein. Ich wollte gerade nachfragen, wo er hin ist. Nothing else to find. Offensichtlich hat er vor Schreck einen Herzinfarkt bekommen. Ja, ja. Wahrscheinlich war es. Wahrscheinlich war, hat er gerade Putzdienst und hat sich gedacht, nee, den Dreck tue ich Putzen. Nicht weg. Bang! Ja. Ja. Sucht euch einen anderen, ihr Idiot. Ja. Ja, ich glaube die hier, oder? Ja. Was? Hallo? Mister? Springen Sie durch die Zeit, oder? Da kannst du dir Money holen. Ich hab noch 35 Schuss jetzt, also wenn du sie brauchst, nimm du. Ich habe auch 35. Also das hier ist auf jeden Fall die letzte Rakete hier. Ja, dann haben wir alle Missionen gemacht.
Und können hier den Stecker ziehen. Gott sei Dank war da keiner von uns mehr drin. Komm, den Alarm brauchen wir auch nicht mehr. Es ist keiner mehr da, der diesen Alarm hört. Oder vielleicht doch? Das wäre ja ein verrückter Plot-Twist. This is Red Fox. Send your regards. I repeat, send your regards to Allegra. All I wanted was the Angel. I didn't know the partisans would follow her to their deaths. They followed her because she gave them hope. They died heroes. Hope, in reality, is the worst of all evils, because it prolongs the torments of man. Friedrich Nietzsche. General Bowen, I presume. The worst terrors are shapeless, formless. If no one knows who I am, I can be whoever I need to be. I can manipulate. I can avoid detection if need be. I could be a man. Or a monster. Dorfman or Bone. Yeah, exactly. We have Kessler, and the production facilities are wrecked. Kessler will be dead before he's any use to the Allies. And as for your little mischief in the production facility, well, it's just too late. Yeah, I'm going to start with the USS Amcon. The illustrious General Eisenhower. I'll take the Allied fleet, ship by ship. Operation Avalanche will be extinguished before it's even begun. See, if only this was enough. But, it's not. Bring her in here! I failed, Carl. I failed them all. I failed my father. Yeah. See, there is no hope here. Not anymore. We're going to torture her. Yeah. And, you're going to watch, Lieutenant. Takes is a spark. Hätte sie doch nur ihr Messer gehabt. Ja, mit dem Nietzsche-Teil hat er mich noch gehabt. Da war er noch dein Freund. Also guck bitte, wer Nietzsche zitiert. Und wann genau hat er dich dann verloren? Als er dem Engel in den Kopf geschossen hat, oder? Nein, damit ist es wieder besser geworden. Also das eine Anspielung an einen Hort nur Flügler sein? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber war Nietzsche nicht Gottes Tod und nicht der Engel des Tod?
Oh nein, das war schon. Der Flieger. Wow. Entschuldigung, wir sind ja noch. Und deswegen tue ich immer die LKWs hochgehen lassen. Na, du siehst ja, wenn du dich nicht drum kümmerst, dann kümmern sich unsere Bomber darum. Including Eisenhower's command ship, Ancon, was saved. Avalanche happened as planned. The U.S. 5th Army and British 8th fighting their way up the Italian mainland. The Angel was dead. But the spark she ignited spread like wildfire, clearing the way for the Allies. But the path to Rome would be treacherous. And it'd be another year before we broke through the Gothic line. The Germans' main line of defense. They did it without us. The townsfolk pushed him out before the 5th Army even got here. All it took was a spark. Talking of which, I hope 617 Squadron didn't singe your limey ass. Let's just say it was a little tight. I thought you were giving me a bit more leeway. Carl, you and I are utterly expendable. You know that. Not like your man there. The professor hasn't got long left. Trust me, though, we'll squeeze what we can out of him. More to the point, What about you, Carl? What's you gonna do? The man who saved Ike Eisenhower. Woo-wee! OSS could sure use someone with your talents. That sounds like a job offer. Doesn't it, though? I'll think about it. Sure thing. Don't think about it too long. Got a war to win. Damn right. Also, mir stellen sich jetzt irgendwie noch zwei Fragen. Warum darf der Deutsche immer noch saufen? Und hätte der Engel überlebt, wenn der Typ ihr nicht ihr Messer geklaut hätte? Punkt 1. Der hat's eh schon hinter sich, also lass ihn doch. Ja, aber wir töten ihn damit noch schneller. Ja. Aber du musst es so sehen, wenn er betäubt ist, dann redet er mehr. So brauchst du keine Drogen oder sonst was, wenn er sich dagegen sträuben will. Ja, wenn du zu viel in ihn reinkippst, dann wird er nicht mehr verständlich. Ich glaube, das ist das kleinste Problem bei ihm. Das hilft halt irgendwie nicht so viel. Natürlich hätte sie mit dem Messer überlebt. Offensichtlich haben wir nicht nur einen, der uns infiltriert hat. Ja.
So. Rapido. In 2 Minuten die Mission durchbekommen. Ja gut. Da wäre ich mal gespannt, wie man das hinbekommt. Ansonsten. Ja. Doch ganz schön. Mhm. So, jetzt noch ein paar Punkte. Ach, schade. Fürs nächste Level up reicht es noch nicht. Gut. Das war's mit der Story. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. Wie gesagt, wir werden uns jetzt überlegen, was wir weitermachen. Ob wir noch die DLCs hier mit euch mal an einem Tag durchspielen. Die sollten auch nicht so lang sein. Also ich glaube, eine Mission ist in etwa so lang wie hier jetzt auch. Ich glaube, es sind nur 3 oder 4 Missionen. Das werden wir mal anschauen. Auf jeden Fall wird es so bleiben, dass wir am Samstag hier Koop-Spiele machen. Sprich, Impi und ich werden auf jeden Fall zusammen was spielen. Vielleicht auch mal Among Us mit ein paar anderen Kollegen. Müssen wir mal schauen, ob wir ein paar Leute zusammenbekommen. Falls ihr Lust habt, meldet euch. Ihr könnt gerne mitspielen. Wir können auch gerne so eine offene Gruppe machen. Hier nochmal der Verweis auf unser Discord. Da kann man dann sowas gerne planen. Genau. Ansonsten, ich denke, für heute soll es das dann auch schon gewesen sein. Auch nochmal der Hinweis, Mittwoch ist natürlich unser Factorio-Tag. Da sind wir dann mit dem Aufbauen von unserem wunderbaren Industriepark beschäftigt. Genau. Oder wie siehst du das, MP? Jo, also Mittwochstermin bleibt natürlich. Factorio wird uns auch noch ein Weilchen begleiten, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ja, ich denke, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Ich möchte eigentlich nur noch dazu sagen, falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, könnt ihr uns das natürlich auch gern sagen. Dann checken wir das mal ab, ob wir das irgendwie einrichten können, dass wir das machen. Also Vorschläge sind sehr gern willkommen. Ja, ich denke, den Rest hast du wunderbar zusammengefasst. Genau. Gerne Vorschläge auch bei uns im Discord posten. Wir sind dafür alle offen. Ich glaube, der Link sollte eigentlich hier eingetragen sein. Da gibt es eine eigene Kategorie, wo man auch einfach solche Spiele mit reinposten können, wenn ihr gerne was von uns sehen wollt oder halt auch mit uns zusammen spielen wollt. Genau, und die nächsten Projekte, wie gesagt, wir werden sehen, wir wollen noch ein bisschen Adventures machen. Das wird aber eher wahrscheinlich dann allein sein oder vielleicht wird da Impi das eine oder andere auch mal zuschauen und seine Kommentare dazu geben. Ja, und wir haben noch viele Spiele im Petto, würde uns aber natürlich sehr freuen, wenn wir mit euch auch was spielen können, wenn ihr uns Bescheid gebt oder ein bisschen Feedback von euch kommt, weil es macht einfach mehr Spaß, zusammen zu spielen. Sehr genau. Schön gesagt. In dem Sinne, Impi, deine berühmten letzten Worte. Jo, einen schönen Abend noch. Ciao, ciao. Danke fürs Zusehen und für euer Feedback und dann bis zum nächsten Mal.